Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Das hier ist ein Bohrmotor. Der funktioniert so, dass oben Spülung reingepumpt wird und sobald die Spülung fließt, dreht sich unten der Bohrmeißel. Und wenn sich der Bohrmeißel schnell dreht, kann man auch schnell bohren. So weit, so gut. Aber woher kommt eigentlich diese Antriebskraft des Bohrmotors? Dazu haben wir in dem Antriebsteil des Motors einen Stator und einen Rotor. Und Rotor und Stator passen so zusammen, dass durch die unterschiedliche Formgebung beider Bauteile so kleine Kammern entstehen, die voneinander abgedichtet sind. Und in diese Kammern fließt die Spülung rein und wenn die Spülung durch das System gepresst wird, muss sich der Rotor drehen. Ja, durch diese Bauart kann man einem Motor verschiedene Charakteristika verleihen. Ich habe hier zum Beispiel mal noch eine ganz andere Form. Wir sehen schon, Bohrmotoren kann man in allen möglichen Formen herstellen und die drehen dann alle unterschiedlich schnell und haben unterschiedlich viel Kraft. Auf jeden Fall ist es aber so, dass in einem bestimmten Querschnitt in jeder dieser einzelnen Kammern des Systems unterschiedliche Drücke herrschen. Und damit diese unterschiedlichen Drücke sich nicht vermischen und sich ausgleichen, müssen diese Kammern untereinander abgedichtet werden. Und dazu brauchen wir das Gummi in diesem System, in diesem Stator. Das Gummi sorgt dafür, dass die Kammern gegeneinander abgedichtet sind. Wenn die Passung zwischen Rotor und Stator zu locker ist, dann kann Spülung von den Kammern höheren Drucks in die Kammern niedrigeren Drucks fließen und dann verliert der Motor seine ganze Kraft. Er ist dann einfach schlapp. Und wenn diese Passung aber zu stark ist, eine zu große Presspassung, dann knetet die ganze Zeit der Rotor auf dem Statorgummi rum und dann wird das Statorgummi heiß und heißes Gummi geht schließlich kaputt und wird weich und dann ist der Motor überhitzt. Ja, und die richtige Formgebung, das ist eben das Geheimnis, dieses Gummi so hinzukriegen, dass die Passung genau stimmt. Und das ist eben auch sehr schwierig, weil wir Spülung durch den Motor pumpen und diese Spülung reagiert mit den meisten Gummis. Das ist so ähnlich wie diese Gummibären hier, die man in verschiedene Flüssigkeiten tauchen kann und je nachdem, welche Flüssigkeit man gerade hat, quellen die Gummibärchen unterschiedlich stark auf und verlieren ihre Härte. Genauso ist das mit dem Bohrmotor. Und deswegen versucht man eigentlich immer, so wenig wie möglich Gummi in so einen Motor einzubauen. Und vor einigen Jahren haben die Konstrukteure es dann geschafft, die Gummikontur so weit zu verringern, dass man heutzutage in Hochleistungsmotoren nur noch so eine ganz, ganz dünne Gummischicht in dem Stator eingebaut hat. Das ist schwer herzustellen, aber dieses wenige Gummi kann auch wenig mit Chemikalien reagieren. Und natürlich kann man sich dann auch die Frage stellen, ob es nicht ganz ohne Gummi in so einem Bohrmotor geht. Wir sehen hier so einen Metal-to-Metal-Motor. Da laufen Rotor und Stator in einer ganz genauen Passung ineinander im Kreis herum. Und diese Motoren gibt es schon, aber die sind eher so in einem Prototyp-Status. Denn wenn es gar kein Gummi im Motor gibt, dann macht auch jeder kleine Stein oder jedes kleine Bröckchen, Bohrklein, was in den Motor reingelangt, sofort irgendwas kaputt. Das gibt Schäden. So ganz ohne Gummi geht es also nicht, aber es wird weiter dran geforscht. Das und alles weitere über Bohrmotoren lernt man in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik hier in Freiberg. Wir freuen uns über jeden, der sich da reinsetzt. Glück auf!